Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Es ist im Grunde ein ziemlich schlechtes Zeugnis, dass der Untersuchungsbericht, geleitet von Korruptionsermittler Martin Kreutner, hier ergeben hat. Eine Zweiklassenjustiz, eine quasi Bevorzugung von Politikern oder halt Leuten in deren Einflusssphäre. Wieso das so ist, worum es da konkret geht und was man anders machen könnte, das möchte ich jetzt eben Martin Kreutner fragen und damit schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Es haben ja vor allem Politiker, speziell jene der ÖVP, sehr nervös monatelang auf diesen Bericht gewartet. Es ging ja darum, dass in einem geheim aufgenommenen Gespräch von dem einst mächtigsten Justizbeamten, mittlerweile verstorben, Christian Pilnacek, er erzählt hatte, dass es politische Einflussnahmen, Interventionsversuche bei ihm gegeben hat, vor allem seitens der ÖVP. Sie haben einen sehr detaillierten Bericht abgegeben. Sie haben monatelang sowohl Dokumente durchforstet als auch mit vielen Zeugen geredet. Hat sich dieser Verdacht bestätigt? Dieser Verdacht hat sich letztendlich bestätigt, wobei er auch dazu gesagt werden muss, diese sogenannte Zweiklassenjustiz ist ja eigentlich im Gesetz schon angelegt. Ohne jetzt zu juristisch werden zu wollen, aber es gibt zwei, drei ganz essentielle Paragraphen in der sogenannten Strafprozessordnung, aber auch im Staatsanwaltschaftsgesetz, die festlegen, dass wenn ermittelt wird gegen eine Person, die eine in der Öffentlichkeit bekannte oder auch eine öffentliche Funktion hat, dann kommen ganz, ganz andere Berichtspflichten der Staatsanwältinnen. Dann ist es zum Teil auch möglich, dass nicht die Staatsanwälte einvernehmen, sondern dass es ans Gericht gehen muss. Und damit haben sie natürlich letztendlich eine Zweiklassengesellschaft, die schon im Gesetz steht. Mhm. Wir in der Kommission würden das durchaus auch zumindest unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es auch unter eben dem Grundsatz der Gleichheit, des Gleichheit vor dem Gesetzes auch verfassungsmäßig angeschaut werden müsste eigentlich. Aber wie gesagt, da steht im Gesetz. Das Zweite, was dazu kommt, ist, dass das leider zum Teil auch zumindest, was unsere Befundung ergeben hat, auch so gelebt worden ist. Heißt, man hat also Prominenten, Politik, Nordenpersonen, Persönlichkeiten zum Teil Informationen gegeben über laufende Verfahren. Also wo zum Teil gegen sie ermittelt wurde. Zum Teil auch, wo gegen sie ermittelt wurde, richtig. Und das sieht weder das Gesetz vor, noch ist es auch aus ethischen Standards heraus in irgendeiner Art und Weise begründbar und auch ganz einfach nachvollziehbar. Sie bekommen ja auch keinen Termin beim obersten Sektionschef in Ihrer eigenen Sache. Jetzt nicht, dass ich Ihnen was unterstellen möchte. Aber ich habe zum Glück keine eigene Sache, aber im Zweifelsfall hätte ich keinen. Richtig. Ja. Ich könnte sagen, der Max Mustermann oder die Bettina Musterfrau muss ja auch den normalen Verfahrensweg einhalten und deren Rechtsanwälte müssen auch den normalen Verfahrensweg einhalten. Es ist also überhaupt nicht einzusehen und letztendlich sogar gesetzeswidrig, dass es hier Hintertüren gibt. Wenn man Ihren Bericht, Sie haben ja den Bericht komplett anonymisiert, das hat unter anderem auch rechtliche Gründe, aber wenn man ein bisschen die letzten Jahre seit 2010 mitverfolgt hat, kann man ein bisschen etwas herauslesen und wenn ich es richtig verstehe, betrifft es eigentlich drei Parteien. Ich will Ihnen nicht widersprechen, ja? Im Wesentlichen drei Parteien. Ja. Jetzt ist es so, Sie haben es schon angesprochen, diese klamourösen Fälle sind eigentlich schon im Gesetz festgehalten. Aber ist da das Problem dieser Treffen, dass man Justizsprecher getroffen hat einer Partei, obwohl gegen deren Regierungsmitglieder ermittelt wurde? Und das hat sich ja wie ein roter Faden dann durchgezogen bis in die jüngste Zeit. Hat das auch damit zu tun gehabt, dass
ein Mann quasi so viel Macht hatte im Justizministerium. Natürlich, also auch hier kann man sehr begründet argumentieren, dass dieser Anführungszeichen systemische Fehler natürlich genau darin bestanden hat. Das heißt, man hatte ursprünglich diese Sektionen getrennt. Vielleicht für die Zuseherinnen und Zuseher, Sektion ist das höchste, die höchste Organisationseinheit oder die größte Organisationseinheit in einem Ministerium. Ein Ministerium hat so zwischen 4 und 7 oder 8 Sektionen und damit aber auch die Sektionschefs natürlich für ihre Sektion die höchsten Beamten. Und ursprünglich war das getrennt. 2010 hat man die Legistik, also jene Sektion, wo Gesetze erarbeitet werden, wo Gesetze entworfen werden, hat man zusammengelegt mit der sogenannten Sektion für Einzelstrafsachen, heißt die oberste Weisungsspitze für die Staatsanwaltschaften. Und das müssen Sie sich jetzt auch konkret vorstellen, wenn dann eine Person, nämlich die Person, die jetzt beide Sektionen, diese Supersektion, wie man es intern genannt hat, führt, dann hat die auf der einen Seite 2-mal die Woche, 3-mal die Woche oder alle 2, 3 Wochen im Parlament zu verhandeln mit den Parteienvertretern, was konkrete Gesetzesentwürfe betrifft. Die hat natürlich auch zu verhandeln mit Interessensvertretungen, die hat zu verhandeln mit der Wirtschaft. Und gleichzeitig wissen aber alle Beteiligten, nämlich auch in der Verhandlung, das ist genau die Person, aber die Details weiß, und zwar wirkliche Details weiß und sich auch alles vorlegen lassen kann in einzelnen Strafverfahren. Das Ganze ist dann noch verschärft worden dadurch, dass Ende der 2010er Jahre noch diese Person semipolitischer, also sehr politiknaher Generalsekretär geworden ist und das ist noch einmal etwas, was das Ganze brisanter gemacht hat, ja de facto, nicht nominell, aber de facto auch der größte Pressesprecher des Ressorts war. Also man hat hier eine Machtverschmelzung gehabt, die nicht gesund ist, was man ja leider Gottes dann feststellen musste, oder auch so, wie es eines unserer Kommissionsmitglieder, nämlich der ehemalige Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, gestern bezeichnet hat, hier ist die justizinterne Gewaltenteilung im Ministerium nicht eingehalten worden. Und damit kommt es natürlich zu solchen Ausprägungen. Also hier war schon von vornherein dieser strukturelle Fehler auch gegeben. Gut, der wurde ja in den letzten Jahren von Al-Mazadeh zurückgenommen. Genau, wurde zurückgenommen und seitdem ist es auch deutlich besser geworden. Aber trotzdem, das, was Sie jetzt beschrieben haben, kommt ja auch in Ihrem Bericht detailliert vor. Sie attestieren da eigentlich eine ungesunde Nähe zwischen eben Justizbeamten, Sektionschef und Politik und auch einzelnen Medien. Was richtig, also wir haben das so formuliert, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, es gibt im Generellen eine fehlende Distanz zwischen diesen Entscheidungsträgern und der Politik. Und es gibt im Speziellen zusätzlich noch eine fehlende Äquidistanz von einzelnen Personen zu einzelnen politischen Entscheidungsträgern. Das Gleiche leider Gottes also auch, was die Distanz zu Medien betrifft. Natürlich ist es notwendig, dass auch Justizvertreter auch auf der Fachebene mit Medien Kontakte haben. Natürlich ist es notwendig, dass sich auch Justiz präsentiert, dass sich auch Staatsanwaltschaften präsentieren können. Aber was es ganz klar auseinanderzuhalten gilt, ist einerseits das, was Justizpolitik ist, fair enough, zu dem, was Einzelstrafsachen sind und was einzelne Fälle betrifft. Und auch dort wieder Gleichheitsgrundsatz, ich kann nicht, das verbietet das Beamtendienstrecht, das verbieten aber auch Compliance-Regularien, ich kann nicht einzelne Medien quasi unter der Hand bevorzugen. Und aber das ist passiert? Das ist laut unserem Kenntnisstand, ja, ist passiert. Das ist jetzt alles, was Sie beschreiben. Es heißt ja immer, Österreich sei so ein ausgeprägter Rechtsstaat. Da gab es ja immer schon Leute, die gewisse Zweifel hatten, wenn sie es mit internationalen Maßstäben messen. Wie würden Sie denn da den Befund abgeben? Das mag Sie jetzt überraschen, aber ich kann das auch beweisen, auch mit internationalen Rankings und Vergleichen. Und nachdem ich ja doch auch sehr lange international gearbeitet habe und es immer noch tue, das Gesamtsystem Justiz steht in Österreich sehr gut da. Da können Sie, jetzt ist vor kurzem veröffentlicht worden, wieder der sogenannte Justizbarometer. Es wird in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen auch der neue jährliche sogenannte Rule of Law, also der Rechtsstaatlichkeitsbericht der Europäischen Kommission, veröffentlicht werden. Und hier schneidet Österreich immer sehr gut ab in Summe. Hier liegen wir sogar, was die Verfahrensdauern betrifft, immer im vordersten Drittel, wenn nicht sogar unter den Top 5, positiverweise. Jetzt kommt das große Aber.
die gleichen Berichte sowohl der Europäischen Kommission als auch des Europarates als auch der Vereinten Nationen kritisieren natürlich ganz, ganz massiv und zu Recht diese immer noch Verquickung der politischen Exekutive, sprich Regierung, mit der Staatsgewalt der Judikative. Und wir wissen ja, dass laut Verfassung die Staatsanwaltschaft auch Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind, mit politischen Entscheidungsträgern. Kurz gesprochen, Österreich wäre mit diesem Modell heute nicht mehr EU-aufnahmefähig. Das heißt, wenn wir heute um eine EU-Aufnahme ersuchen würden als neuer Staat, dann würde die EU genau da den Finger in die Wunde legen und sagen, das geht nicht, ihr müsst eure Staatsanwaltschaften unabhängiger machen. Es darf nicht diesen direkten Konnex zu einem politischen Entscheidungsorgan gehen. Lassen Sie mich vielleicht das an einem konkreten Beispiel auch festmachen, weil das ist, glaube ich, sehr griffig. Stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich eine konkrete Verdachtslage, Sie haben auch Beweise dafür, und nämlich in einem politischen Umfeld, und wollen da an der Staatsanwaltschaft eine Anzeige machen oder als Zeuge auftreten. Letztendlich, Sie streben den Kronzeugenstatus an, in einem glamourösen Fall. Mhm. Das entscheidet letztendlich der Minister oder die Ministerin. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich als Privatperson, als Kronzeuge schon Gedanken machen, welcher Minister, welche Ministerin von welcher Partei ist momentan an der Macht, und hoffentlich habe ich nichts gegen diese Partei vorzubringen, weil dann schaut es mit dem Kronzeugenstatus nicht so gut aus. Also ich glaube, da kann man ganz klar sehen, das entspricht nicht diesem Grundrecht, Gleichheit vor dem Gesetz, ein Grundrecht, das die Französische Revolution schon erfunden hat, das Österreich seit 1867 im Staatsgrundgesetz hat, das in der Verfassung steht und das eigentlich ganz ein zentraler Baustein auch einer liberalen Demokratie ist. Sollte er sein, aber trotzdem werden da ja eigentlich Reformen blockiert, und zwar schon seit vielen Jahren. Sie sind ein Verfechter, dass es einen Generalstaatsanwalt geben soll. Definitiv. Also nicht, um genauer zu sein, nicht einen Generalstaatsanwalt, sondern ein Gremium. Aber vielleicht können Sie das erklären, was da der Unterschied zuletzt wäre. Momentan geht der Instanzenzug, wie gesagt, in diesen politisch heiklen Fällen, geht der Instanzenzug von der Staatsanwaltschaft als Erstinstanz, als Erstbehörde zur Oberstaatsanwaltschaft. Die Oberstaatsanwaltschaft schaut sich das an, genehmigt oder nicht genehmigt, muss dann aber ihrerseits wieder Bericht erstatten, Vorhabensbericht erstatten oder Informationsbericht erstatten an das Justizministerium. Dort geht es dann wieder durch 3-4 Hände, bis es entschieden ist. Dann geht es an das Ministerbüro, Ministerinnenbüro, von dort noch einmal an den sogenannten Weisungsrat. Also wir haben de facto 4 Instanzen, und da kommen locker einmal 12 bis 15 Personen zusammen. Heißt, für eine kleine Entscheidung arbeiten bis zu 15 hochbezahlte Juristen, Juristinnen. Für eine Geschichte, wo in der Gesamtkausa vielleicht 3 Monate später eine Einzelrichterin entscheidet. Also die bringt es ja auch zusammen. Also warum müssen vorher dann bei Teilaspekten in der Vorbereitung bis zu 15 hochbezahlte Juristen, Juristinnen arbeiten? Das ist nicht wirklich erklärbar. Gleichzeitig, ja, einen Instanzenzug soll es geben. Das ist auch eine unserer Empfehlungen, aber einen zweigliedrigen. Es reichen 2 Instanzen völlig aus. Man braucht nicht diese 4 Instanzen. Warum dann eine Generalstaatsanwaltschaft mit einem sogenannten Kollegialorgan? Ich glaube, dass es für jedermann oder jede Frau auch einsichtig ist, dass Verantwortung auf mehreren Schultern natürlich besser ist als wieder bei einer Person. Wir haben dann wieder diesen Bottleneck, wieder diesen Flaschenhals, und wir haben ja leider gesehen, dass einzelne Personen vorab nicht wirklich beurteilbar sind und natürlich auch anfälliger. Und sich vielleicht entwickeln. Und sich entwickeln auch, absolut. Absolut, sich entwickeln auch, was wir auch gesehen haben. Und insofern geht unsere ganz klare Empfehlung in dieses Kollegialorgan, sprich in diese 3-Personen-Gremium, diese Senatsform. Das ist jetzt auch nicht Rocket Science, das haben jetzt nicht wir erfunden als Kommission, sondern da gibt es ja auch Musterbeispiele, und ich durfte das auch schon nennen. Österreich hat vor wenigen Jahren auch mit dieser Regierung zum Beispiel zugestimmt der sogenannten Europäischen Staatsanwaltschaft, hat auch zugestimmt zu deren Verfahrensregelungen, und dort entscheiden Gremien, dort entscheiden Senate, 3er-Senate, und es würde niemand auf die Idee kommen, dass die Europäische Staatsanwaltschaft an ein nationales Parlament berichten muss, ob sie was dürfen. Würde niemand auf die Idee kommen, das Europäische Parlament zu fragen, ob sie ermitteln dürfen. Also
die Musterbeispiele, die Best Practices gibt es. Jetzt wissen Sie, in Österreich gibt es schon lang diese Debatte, wie politisch besetzt ist die Justiz. Die ÖVP oder Teile der ÖVP haben der WKStA, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, oder Teilen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeworfen, links zu sein oder quasi von der SPÖ gesteuert, wiederum die Gegner der ÖVP eher dann bei der SPÖ oder bei der FPÖ zu verorten, haben das Justizministerium lange Zeit, also Pilnacek ist schwarz gesteuert oder die Oberstaatsanwaltschaft Wien ist schwarz gesteuert. Was ist da wirklich los und schadet das nicht tatsächlich dem Ansehen der Justiz? Die letzte Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten. Aber deswegen mit Ja beantworten, weil hier Apostrophierungen vorgenommen werden und Plakatierungen vorgenommen werden, die natürlich auch aus entsprechenden Richtungen kommen. Das heißt, es ist ja auch interessant, und ich bin jetzt doch schon relativ lang auch gelernter Österreicher oder im Geschäft, dass derartige Zuschreibungen ja immer dann passieren, wenn es die eigenen betrifft. Und wenn es dann eine andere Partei betrifft, kommt es aus der anderen Richtung mit dem genauen Gegenteil. Also irgendwo ist das ein bisschen ein Ringelspiel mit gegenseitiger Farbenzuschreibung. Man muss sich hier schon, glaube ich, konzentrieren darauf, was ist Sache, wie wird wirklich agiert. Und Staatsanwaltschaften agieren ja nicht im Nirvana oder im Vakuum, sondern die haben ja Dienstaufsichten. Das heißt, sie sind, ich habe das schon erwähnt, zum Teil mit diesem 30-Augen-Prinzip, gerade in politischen heiklen Fällen, unter sehr, sehr großer Aufsicht. Einerseits nämlich im internen Zug und letztendlich ja auch unter der Aufsicht der Gerichte. Heißt, es ist für die Beteiligten, auch für die Verfahrenspartei, möglich, fast alle Schritte, die ein Staatsanwalt tätigt, bei Gericht zu beeinspruchen und auch damit umzudrehen oder hinteranzuhalten. Aber vielleicht schon zum Abschluss kommend, da wurden ja schon teilweise heikle Informationen rausgegeben. Auch zu, wenn ich Ihrem Bericht folge. Hat das dann quasi Leuten, gegen die ermittelt wurden, maßgeblich geholfen, aus den Ermittlungen rauszukommen und vor allem vorbereitet zu sein. Aber das und ist damit natürlich ein Vorteil. Genau, und damit natürlich letztendlich ein Vorteil, weil wenn Sie wissen, dass eine Hausdurchsuchung stattfinden wird, wenn Sie wissen, dass andere Ermittlungsmaßnahmen stattfinden, dann werden sie sich wahrscheinlich anders verhalten, als es vom Gesetzgeber vorgesehen ist, nämlich was die Ermittlungstechnik betrifft und was die Ergebnisse betrifft. Und deswegen gibt es ja auch genau diese Vorkehrungen, auch dass derartige Dinge einerseits, wenn es wirklich, wirklich heikel ist, unter Verschluss laufen, später gibt es eine eigene Verschlusssachenverordnung. Das sogenannte Need-to-Know-Prinzip heißt, dass wirklich nur jene Personen auch über die Details wissen dürfen, die einen konkreten Zweck haben und die das auch wissen müssen, um den Auftrag umzusetzen oder die Maßnahme umzusetzen und nicht einfach breit gestreut wird. Und letztendlich gibt es dazu auch die Paragraphen Verrat des Amtsgeheimnisses oder sogar den Amtsmissbrauch. Und da ist man, das muss man leider sagen, was interne Fälle in der Justiz betrifft, auch hier spreche ich wieder bitte von einem ganz, ganz kleinen Segment. Das ist passiert, dass man da in den eigenen Reihen sehr, sehr hohe Toleranz, um es jetzt euphemistisch oder vorsichtig zu formulieren, sehr, sehr hohe Toleranz hatte oder auch zum Teil sehr, sehr viel Kreativität hatte in der vermeintlichen Gesetzesanwendung, um das hier wegzuadministrieren. Und dann letzte Frage, weil das ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wurde, auch weil sich da ja einzelne Proponenten wechselseitig aufgenommen hatten. Wurden denn prominente Fälle da schlagen? Also den Letztbeweis kann man natürlich nicht bringen. Lassen Sie mich so formulieren, was wir schon gefunden haben, waren in etlichen oder in einigen Fällen, auch hier wieder bitte nur die kleine Gruppe oder hauptsächlich die kleine Gruppe dieser sogenannten politisch heiklen, glamourösen Fälle, wie der Jurist sagen würde in Österreich. Ja, hier haben wir schon Auffälligkeiten gefunden, die entweder Fragezeichen aufwerfen, und in 2, 3 Fällen haben wir wirklich auch als Juristen gestaunt, um es vorsichtig zu formulieren.
Und es betrifft nicht nur eine Partei, sondern drei Parteien, die zumindest quasi Parteien in Machtfunktionen waren. Vielen Dank, Martin Kreutner, für dieses Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach sind wir mit dem nächsten Interview wieder da. Bleiben Sie dran.